Neufolge von Homeworld 2 und wir springen direkt wieder rein in die Action. Wir haben eine Menge verloren in der letzten Folge und wenig gewonnen tatsächlich. Das ist unschön, aber wir müssen jetzt irgendwie damit zurechtkommen. Ich bin Dennis, das müsstet ihr mittlerweile wissen und ich versuche hier irgendwie zu überleben. So. Dafür heilen wir jetzt mal schnell unsere Leute wieder. Unsere kleinen Schiffe. Dafür fliegen die jetzt ja bitte einmal durch. Wir sind hier noch dabei, Rohstoffe abzubauen. Hier sind auch noch ein paar, das ist gut. Die brauchen wir nämlich. Wir haben nämlich eine Menge Zeug verloren. Unter anderem unsere Schlachtschiffe. Was? Die Schlachtschiffanlage wurde zerstört? Aber warum das denn? Boah, was für ein Bullshit! Wer hat denn die Schlachtschiffanlage zerstört? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Das muss ja passiert sein, während ich irgendwie woanders war. Gedanklich oder so. Keine Ahnung. Ja, die brauche ich natürlich wieder. Shit, ey. So eine Scheiße aber auch. So, wir brauchen vor allen Dingen dann erstmal wieder Mover. Mover, Mover, Mover. Das sind diese kleinen, gut gepanzerten Schiffchen. Davon habe ich aktuell eins noch. Wo denn? Wo ist denn ein Mover? Nirgends. Hier hinten. Okay. Der schießt hier die ganze Zeit alleine auf so ein Trümmerstück. Na, dann will ich ihn dabei auch nicht stören. Brauchen wir wieder 10 neue. Das kostet mich auch immer 2000. Ist nicht so, als hätte ich einfach die Kohle. Problemlos. Also solange die nur mit so wenig kommen, können wir die abwehren. Aber das Gute ist, wir haben das letzte Mal hier eines der Trägerschiffe zerstört. Das hat mir auf jeden Fall, denke ich mal, schon ein bisschen was geholfen. Würde nämlich jetzt versuchen wollen, hier die Seite erstmal zu clearen. Yes! Der Kleine hat's geschafft. Haha. Guter Junge. So. Dann fliegen wir jetzt schon mal hier rüber und zerstören das Trümmerstück. Mal gucken, ob wir da auf dem Weg irgendwelche Gegner treffen. Der baut hier die ganzen Ressourcen ab. Das finde ich aber nicht so schön. Können wir mal eine so eine Pulsar-Heli-Truppe nehmen und die hier drüben platt machen. Kann der Mover kann vielleicht mitspielen. Weil der baut mir hier die ganzen Ressourcen ab. Das ist, sind meine. Ich weiß nicht, ob er das schon wusste, aber das sind meine. So, wir haben noch zwei wesentliche Gegner. Wir haben ein Trägerschiff hier und ein Raumdock. Beides fast unangreifbar, weil sie in diesen Gaswolken liegen. Ihr fliegt mal hier hin. Damit wir da schon mal das nächste Trümmerstück zerstören. Wir müssen sie ja schließlich alle erwischen. Dampft hier noch irgendwas und raucht? Sieht eigentlich jetzt erstmal ganz gut aus. Wir haben eine Menge verloren. Wir haben allerdings noch ein paar Marinefregatten. Wir haben noch ein paar Flakfregatten. Ich muss jetzt erstmal wieder einen Überblick kriegen, was ich eigentlich noch habe. Ionengeschützfregatten habe ich leider nur noch sehr wenige. Da müssten wir eigentlich dann mal wieder neue bauen. Aber das Geld hebe ich mir jetzt gerade mal auf. Bomber sieht ganz gut aus. Pulsar-Helis sieht sehr gut aus. Und normale Heli-Korvetten ist auch okay. Okay. So. Ihr repariert mal. Da kommt schon die nächste Truppe. Ah, fuck. Die haben eine Eskorte hier, verdammte Scheiße. Wie ärgerlich. So, was ist denn mein Marinefregatten? Wo sind die denn? Hallo! Mann! Ja, bis ich irgendwie was einnehmen kann, sind die Gegner schon immer kaputt. Also ich meine, das ist ja grundsätzlich nicht so schlecht, aber so, das kriegen die hier kaputt, das Trümmerstück. Das ist sehr schön. Das ist sogar super schön, würde ich sagen. Wie sieht es hier aus an der Trümmerfront? Ja, das ist weg. Sehr gut, dann haben wir nämlich den Bereich hier auch geklärt. Dann zerstört man noch die Trümmerstücke hier hinten, dann können wir uns hier etwas freier bewegen.
Acknowledged. Strike group, prepare for assault. So, wir haben die Mobilraffinerie, das Rohstoffsammelschiff. Ja, ein bisschen was tatsächlich kaputt bekommen, aber nicht so viel. Es waren ja auch nur 3 Korvetten, also es war jetzt auch nicht so eine riesen Truppe, die wir da hatten. Warum fliegen die denn jetzt hier hin? Finde ich nicht so gut. Können wir da bitte mal was gegen machen? Müssen wir uns jetzt mal ein bisschen aufteilen. So, hier noch Trümmer zerstören. Die müssen wir zwar nicht zerstören, aber dadurch löst sich halt hier dieses Gas auf. Und das heißt, wir können uns freier bewegen. Und das wiederum finde ich sehr gut. So, ich baue mal wieder 3 Zerstörer. Da kommen schon die nächsten Frechdachse. Hier sind noch ein paar Mover. Group 3 reports enemy contact. Group 3 under attack. Ah, jetzt wollen die hier meine schönen Rohstoffsammelschiffe angreifen. Mit ihren Rohstoffsammlern. Ich glaube, sie wollen sie gar nicht angreifen. Ich glaube, sie wollen einfach nur meine Rohstoffe abbauen. So haben wir aber nicht gewettet, Freunde. Das sind meine. Meine. Debris destroyed. Jetzt mach die mal kaputt hier. Die klauen mir nur meine Sachen. Das finde ich nicht so schön. Raketenkorvetten müssen wir abschießen. So, ihr macht hier noch ein bisschen die Trümmer kaputt. Das geht dann auch recht schnell, wenn sie sich mal ein bisschen drauf konzentrieren. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier das Trägerschiff angreifen. Das geht ja so nicht weiter. Under attack. What's the call? Resource Collector taking enemy fire. Copy. So, greift mal hier die Fregatten an. Reporting. Strike group. Debris destroyed. Sehr schön. Heavy fire confirmed. Na gut, dann bewegt euch mal die Beweger bitte mal hier wieder zurück in die Mitte. Ich glaube, wir haben genug geleistet hier. Under attack. In der Ecke. Collector under attack. Strike group receiving fire. Acknowledged. Confirmed. So, alle mal auf die Fregatten hier in der Mitte drauf schießen. Dass wir die möglichst schnell kaputt kriegen und die hier keinen Stress mehr machen. Und dann greifen wir mal da drüben an. Da kommen schon direkt die nächsten, aber auch die werden wir kriegen. So, jetzt müssen wir parallel mal gucken, dass wir hier nicht irgendwas vergessen. Wie sieht's denn hier hinten aus? Können wir uns da... Ja, ich weiß nicht, ob ich mich dem Trümmerteil nähern sollte, ohne eine Begleitflotte dabei zu haben. Sollten wir vielleicht eher mit der Flotte dahin fliegen. Mindestens mal mit einem Teil der Flotte. Naja, wir sollten das Trägerschiff vor allen Dingen angreifen. Wie sieht's aus? Wir haben einen Zerstörer schon wieder. Ein Rohstoffsammler. Die Rohstoffsammler hier sind leider gleich durch mit den Rohstoffen dort. Was haben wir verloren? Wir könnten nochmal wieder Fregatten bauen. 2 Ionengeschützfregatten. Kostet uns 1400. Die Zerstörer sind noch im Bau. Wir haben... Was haben wir noch nicht? Korvetten sieht noch gut aus. Wir haben kaum Bomber. Aber die sind sowieso gerade irgendwie nicht so richtig sinnvoll, habe ich das Gefühl. Wir könnten mal vielleicht noch ein paar Heli-Korvetten bauen. 3 Korvetten dürfen wir ja noch. Das ist alles anstrengend hier. Auf jeden Fall. Der Moment, wenn ich zum Trägerschiff aufbreche, wird der Moment sein, wo die von hier wieder neu kommen. Wenn 2 Zerstörer fertig sind, würde ich vorschlagen, fliegen wir mal Richtung Trägerschiff. Destination locked in. Standing by. Underway. Pursuing target. Was ist das? Wieso sind die jetzt schon wieder beschädigt hier? Destroyer complete. Ja, da ist der nächste Zerstörer. So, ich würde nämlich gerne dieses Trägerschiff hier zerstören, damit da ein bisschen weniger böse Buben ständig nachkommen. Nicht nerven können.
reporting. Wenn das nicht in dieser Gaswolke wäre, dann könnte man da ja tatsächlich mal gucken, ob man das einnimmt. Aber es ist ja leider in der Gaswolke, also nix da. Mit den Movern fliege ich mal nach hier oben. Ah, dann sehen wir nämlich auch ein bisschen weiter. Sehr schön. Nein, 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 nein. Nicht immer so weit vorfliegen. Lass die kommen. Lass die einfach mal schön kommen. Das finde ich besser, wenn ihr sie zu uns kommen lasst. Copy. Strike group moving into position. Confirmed. Strike group moving into position. Confirmed. Attention fleet, we have too many collectors here. Expect delays. Okay, so dann nehmen wir jetzt die Flotte und fliegen mal Richtung Trägerschiff. Da machen wir jetzt keine Gefangenen. Ich hoffe, dass ich schnell genug wieder zurück bin, bevor vom Raumdock hier unten die nächsten Angriffe kommen. Zieht euch mal ein bisschen zurück. Ein Trägerschiff nehmen wir mal, schicken wir mal mit von uns. So, was haben wir denn hier oben? Können wir das Trümmerstück da oben mal zerstören, ohne dass wir ein Problem kriegen? Das müsste doch eigentlich gehen, oder? So, erledigt mal die beiden Kampfgruppen hier. Okay, nächste Kampfgruppe. Die Ressourcen hier haben wir abgebaut. Hier oben das Trümmerstück können wir angreifen, problemlos. So, und dann nehmen wir die Zerstörer und greifen bitte mal das hier an. Nein, ihr nicht. Ihr seid nämlich nicht dazu gemacht, durch diese blöden Wolken zu fliegen. Die Ionenschutzfregatten können da bestimmt auch mal mitspielen. Oh, das Trümmerstück hier ist gleich kaputt. Sehr schön. Mal wieder was geschafft. Ja, die Mover würde ich da vielleicht mal raushalten. Hier haben wir noch einen Zerstörer. Sehr gut. Meine Leute hier sind hier noch Ressourcen. Dann würde ich da nämlich mal hinfliegen und mal gucken, ob wir da noch was finden. Hier ist noch eine Ionengeschützfregatte. Die bleibt mal hier. Das Mutterschiff baut mal noch ein paar Bomber. So, und ihr lasst euch mal hier nicht so doof angreifen, bitte. Von den Raketenkorvetten. So, die Zerstörer kommen auch langsam in Reichweite und schießen mit ihren gar gewaltigen Geschützen. Nur bitte nicht zu nah an die Gaswolke ranfliegen. Das fände ich gut, wenn ihr das machen würdet, ohne bitte alle zerstört zu werden. So. Ja, wir haben es gleich. Sehr gut. Bestimmt kommen aber gleich hier die nächsten Angreifer, weil es aktuell gut aussieht. Nein! Nein! Nicht alle in den... Oh, ihr sollt doch nicht immer in die blöde Rauchwolke reinfliegen. Oder Gaswolke. Schweine. So, wir haben es geschafft. Der Träger ist hin. Dann zieht euch jetzt mal bitte alle zurück. Zieht euch alle zurück. Wir müssen wieder schnell hier zurück ins Zentrum. Alle kleinen Schiffe unbedingt hier mal in den Träger rein, um euch reparieren zu lassen. So, und den Rest hier übernehmen unsere Mover. Wie sieht's hier aus? Sind hier noch Ressourcen? Ne, die Schweine haben alles abgebaut, ne? So eine Sauerei. Naja, wenn man nicht schnell genug ist, dann kommt halt der Gegner und macht das für einen. Sehr schön. So, das heißt, wir haben das geschafft. So, dann haben wir hier noch ein Trümmerfeld. Und dann haben wir nur noch eine finale Sache zu erledigen, nämlich hier hinten das Raumdock zu zerstören. Das ist die Frage, inwiefern wir mit den Movern da direkt hinfliegen können, um die Trümmer zu erledigen, damit wir uns mit unseren Schiffen nähern können. You are clear to dock. Confirmed. Docking with carrier. Acknowledged. Docking with mothership. So, sind die Fregatten und sowas irgendwie beschädigt? Nicht so richtig, ne? Also wir haben
eigentlich das gut überstanden hier, den Kampf. Ready. So, unsere Zerstörer sind auch noch fit. Debris destroyed. Okay. So, jetzt ist die Frage, ob wir das probieren. 2000 Ressourcen. 2000 Ressourcen haben oder nicht haben, ne? Standing by. Die Ressourcen, die haben wir ja abgebaut. Hier sind noch Trümmer. Noch Trümmer. Da wären noch Ressourcen. Na gut, aber dann fliegt doch jetzt bitte hier hin und nehmt euch die Ressourcen vor. Die brauchen wir doch dann da nicht liegen lassen. Gut. Dann fliegen wir jetzt mal zum nächsten Ziel. So, und jetzt haben wir nämlich auch keine verschiedenen Fronten mehr. Jetzt haben wir eine Front, nämlich genau diese hier. Was ich jetzt mal mache, ist zu versuchen, mit den Movern, die ich hier habe, das Trümmerteil zu zerstören. Koste was es wolle sozusagen, also ob die jetzt zerstört werden oder nicht, ist dann relativ egal. Wichtig ist nur, dass sie es schaffen, das Ding zu erledigen. Denn dann können wir hier einfach durchfliegen. Und dann geht es nämlich relativ fix. Oh. Angriffsfregatten. Komm. Ran da. Schieß die Trümmer kurz und klein. So soll es sein. Das Rohstoffsammelschiff. Das gefällt mir gar nicht, dass das da auftaucht. Kommt schon, schießt. Schießt auf die Trümmer. 10 von euch. Ja, ja. Wenn ihr alle jetzt mal eine schöne Salve abfeuert, dann haben wir die doch gleich. Kommt schon. Noch eine Runde. Oh Gott. Ja, yes. So, und dann fliegt direkt hier weiter. Cool, hier sind noch ein paar Ressourcen. Dann können wir jetzt mit unserer Flotte hier hinfliegen. Ja, das habe ich vor. Ich werde alle Vega vernichten. Dafür müssen wir nur hier mal in die Nähe kommen. Debris destroyed. Mit unserer Flotte. So, und jetzt können die Mover ja mal abhauen und hier noch ein bisschen Debris zerstören. Ein paar Schrottteile. Ready. Was ist jetzt hier los? Wieso? Resources downrange. Oh, baut mal die Ressourcen hier ab, Freunde. Hier sind ja überall noch ein paar. Under attack. Ready. Resources downrange. Copy. Strike group. So, bitte zuerst die Fregatten angreifen und dann erst die Werft. Müssten ja jetzt relativ schnell gehen. Ich meine, ich habe hier Zerstörer und Fregatten und alles. Das sollte eigentlich recht fix gehen. So, dann greift mal die Schlachtschiff-Base an. Haben wir hier noch ein bisschen mehr Debris? Das können wir doch auch noch zerstören. Erstmal das. Acknowledged. Das ist doch gut. Copy. Destination locked in. Coordinates confirmed. Die hatten wir schon abgebaut hier, oder? Das war, glaube ich, das, was wir zuerst abgebaut haben hier vorne. Nothing but gravel out here. Na, so richtig viel ist hier nicht mehr am Start. So, jetzt gucken wir aber mal zu, wie sie hier das Raumdock zerstören. Ah, oh, das ist immer so geil, wenn sich die Schiffe alle so um den Feind rumgruppieren und ihn einfach so einschließen und von überall die Schüsse drauf einprasseln. Vor allen Dingen ist es so befriedigend, wenn der Gegner einen vorher so geärgert hat. Und das hat er ja hier in der Mission auch schon wieder. Und wir ihn dann einfach richtig fertig machen. Ich meine, das war eine echt schwere Mission. Ich habe das nur
geschafft, weil wir am Anfang so viele Ressourcen hatten von der letzten Mission. Ich meine, ich habe allein 6000 Ressourcen verloren, weil ich die drei Zerstörer verloren habe, die ersten, die ich gebaut habe. Das darf eigentlich nicht passieren. Da habe ich einfach taktisch einen totalen Mist gebaut und eine Minute nicht hingeguckt. Dann sind sie wahrscheinlich zu tief reingeflogen in eine Gaswolke und wurden dann abgefangen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Cool. Jump. Auf geht's. Oh, guck mal jetzt mit den Zerstörern da vorne. Langsam wird's eine richtige Flotte. Ja, ein paar Ressourcen noch gesammelt. Sehr gut. Dann schauen wir doch mal, was jetzt passiert. Bin gespannt, was wir da jetzt für Artefakte finden oder worum es da genau geht. The Movers are progenitor AI constructs. They know no age, no despair. All this time, they have tended the derelicts of their masters. From their memory banks, we have learned that the progenitors were not indigenous to our galaxy. This section of hull was once a massive foundry where the three hyperspace cores were forged. Coordinates have been set for the aft section of the wreck, where the dreadnought is located. The prophecy states, he who unites the three will unleash the great maker, Sajuk. Selben Trümmerfeld, okay. Super Schlachtschiff-Hangar. Hyperspace successful. We are Alter Falter. Telemetry data confirms this is the engineering section of the wreckage. The dreadnought is located here. We're detecting intense power fluctuations in the surrounding progenitor derelicts. Send in scouts to confirm the location of the dreadnought. Alles klar. Und wir haben immerhin nochmal 20.000 Ressourcen eingesammelt. Das heißt, es dürfte nächstes Mal uns nicht so schwer fallen, doch nochmal hier und da ein paar Schiffe zu bauen. Das finde ich sehr gut. Ja, wir sind gesprungen in den anderen Teil dieses riesigen Schrottplatzes, wenn man so will. Und suchen jetzt ein Schlachtschiff der uralten Rasse, die hier vor uns da war, den Progenitors, den Vorläufern. Und sie haben nochmal die Prophezeiung zitiert in der Zwischensequenz, nämlich, wer die drei Hypersprungkerne vereint, wird Sajuk befreien. Sie benutzen aber im Englischen das Wort unleash, also entfesseln. Und das ist meistens ein Wort, das nicht verbunden ist mit Friede, Freude, Eierkuchen, wenn etwas Mächtiges entfesselt wird. Das klingt gefährlich. Und ich befürchte, dass wir vielleicht ein Problem mit dieser, was auch immer es ist, Sajuk bekommen werden. Mal schauen. Ich hoffe, euch interessiert, wohin das Ganze führt. Mich tut es das. Ich erinnere mich langsam nach und nach an Dinge wieder, die, keine Ahnung, anderthalb Jahrzehnte her sind, das letzte Mal gespielt habe. Und es macht immer noch so viel Spaß wie damals. Ich würde am liebsten einfach weiterspielen, aber ich kann nicht den ganzen Tag nur Homeworld spielen. Aber warum eigentlich nicht? Achso, weil ich arbeiten muss und eine Familie habe und so. Egal, was ist wichtiger? Man muss sich irgendwann im Leben diese Frage stellen. Für heute habe ich sie entschieden. Jetzt gibt es erstmal Armbrot bei mir und ihr müsst jetzt leider ein bisschen warten bis zur nächsten Folge. Aber keine Sorge, die kommt bestimmt und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir sehen uns dann wieder. Macht's gut, gute Nacht, gute Schlacht. Tschüss.